Praktiker stellt fest, dass die Dampfmaschine ineffizient arbeitet. Die Wärmeenergie kann nur zum Teil in mechanische Energie umgewandelt werden. Ein anderer Teil entweicht stets als Wärme, die nicht weiter verwandlungsfähig ist. Diesen irreversiblen Energieanteil nennt man Entropie. Der Physiker folgert daraus, dass dieses Gesetz für alle Energieumwandlungsprozesse gilt. Alle Arbeit ist ineffizient. Alle Arbeit erzeugt Wärme. Die Welt wird durch Arbeit nicht ordentlicher, sondern chaotischer und wärmer. Die Entropie nimmt zu. Die Temperatur steigt. Hitze ist die Rückseite des Mehrwerts. Und trotzdem blühen die Magnolien. Sogar jedes Jahr ein wenig früher. Das war die Arbeit. Und die Arbeit war von Anfang an nicht gerecht. Das muss man verstehen. Sonst kann man dieses Haus nicht verstehen. Genug. Wir dürfen nie ruhen. Sonn- und Feiertage kenne ich gar nicht mehr. Ich befinde mich im Übrigen wohl dabei und tue es gerne. Mit dem Schlittenfahren hat es auch ein Ende. Ich komme nicht dazu. Die magische Julie hat mit der historischen Julie nichts gemeinsam. Sie ist eine fiktive Person, die mit einer Handlungsmacht ausgestattet ist, die man der historischen Julie abgesprochen hatte. Die magische Julie trennt die 150 Jahre Geschichte dieses Hauses sorgfältig auf, nimmt die Strukturen des Alten zur Kenntnis und strickt zwar mit demselben Faden, ändert aber das Strickmuster. Denn die Art, wie man von den Anfängen zu den Enden kommt, lässt unterschiedliche Szenarien zu. Die magische Julie strickt 150 Jahre Zukunft. Die Übung ist, sich vorzustellen, es anders zu machen.